Ja, hi. Hier mal wieder ein neues Video übers Laden fürs Tesla Model 3. Und zwar, wenn der LFP-Akku nicht vorkonditioniert wurde. Ich bin hier gerade bei Aral mit 300 kW CCS Hypercharger. Und wie ihr seht, lädt das Auto gerade mit 23 kW. Die Akkuheizung ist an. Es steht ja irgendwie da, Batterietemperatur zu niedrig. Also irgendwie konditioniert er dann natürlich auch nicht mehr vor, wenn man nur noch 2% drin hat. Und ja, ich weiß auch nicht, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das Auto überhaupt vorkonditioniert, wenn man jetzt eine andere Ladestation eingibt, außer Supercharger. Ich habe das gestern mal versucht, aber irgendwie hat er dann keine richtigen Schnelllader angezeigt da in der Nähe. Und jetzt war natürlich der Akku zu kalt. Ich habe nur Supercharger eingegeben zwischenzeitlich, aber da kam dann irgendwie nichts mehr. Aber ich meine, bei 11 Grad Außentemperatur, gut, die Nacht waren es irgendwie 3 Grad plus, aber 24 kW ist ja ganz ernüchternd. Wir können ja mal kurz rausgehen. Kann man ja mal kurz gucken, was er hier anzeigt. Okay. Naja. Das ist ja. Naja, so ist es halt. Muss man halt wahrscheinlich immer lieber mit einem Akkustand von vielleicht 15% losfahren. Dann konditioniert er auch vor. Ja, okay. Dann erstmal ein schönes Wochenende. Nee, schönen Sonntag. Tschüss.